Schönen guten Tag hier im Tonstudio Katze bei unserem Live-Event namens Gear Gossip. Wir haben zwei Aufgaben heute. Wir sollen euch unterhalten mit einem Konzert, das kommt ganz am Schluss. Dann wollen wir euch die ganzen Dinger, die hier rumstehen, von Marshall, Fishman, Shatler und Gott was weiß ich noch alles, einfach mal vorspielen, neutral hingestellt, ein bisschen Hall drauf, hören. Dazu werden wir nichts sagen. Das ist nämlich hochgradig vom User abhängig oder von dem, der das Ganze dann an die Gitarre schnallt, ob es ihm gefällt oder nicht. Das ist komplett eure Sache. Der erste Part, mit dem wir auch anfangen müssen, ist einfach mal erklären, was habe ich da eigentlich in den Fingern, wofür brauche ich denn das überhaupt, weil die ganzen Features, die man dann im Katalog irgendwie liest, was bringt mir das überhaupt? So ein Rundown of the basic features, also was macht denn das Ding überhaupt? Bis hin zur Mini-PA ist hier alles vorhanden. Also vom unterm Arm klemmen und weglaufen bis hin nicht mehr weglaufen, wenn es unterm Arm geklemmt ist. Wir machen Gitarre über die Amps und Gesang. Als Equipment ein allseits bekanntes Shure SM58, das wir da reinschicken. Mhm. Und einem Wald- und Wiesen-Pickup in einer Wald- und Wiesen-Gitarre, wie sie jeder Musiker, der sich nicht Instrumente im Gegenwert von Doppelhaushälften leisten kann, normalerweise mit auf Tour hat. Ja, also wir übertreiben es nicht, ne? Also im Sinne von, wir wollen hier keine Esoterik betreiben. Akustik-Amp, was tue ich damit? Ich verstärke damit ein akustisches Instrument. Das ist in den meisten Fällen eine Gitarre. An zweithäufigster Stelle kommt, glaube ich, schon der Gesang. Ja, was haben wir da drin? Wir haben einen Verstärker da drin, wir haben einen Lautsprecher da drin, diverse Regler und Knöpfchen. Und wofür brauche ich denn das? Und genauso wie der Klang sehr, sehr subjektiv gefärbt ist, ist auch das, was diese ganzen Features machen, für einen subjektiv gefärbt ist. Es gibt Sachen, die sind für mich unheimlich wichtig, zum Beispiel ein Hall. Ohne Hall kann ich nicht leben. Du schon? Nee, geht sehr schwer. Geht schwer, aber er kann, ich nicht. DI ist für den einen irgendwie wichtig, für den anderen nicht. Und warum, das werde ich jetzt versuchen zu erklären. Ich fange mal hier an. Also beispielsweise, wenn ihr hat einen Equalizer drin. Was heißt das? Also eine Entzerrung, Bass, Mitten, Höhen. Ja, manchmal aber auch nicht. Manchmal kann es auch sein, dass ihr in einem Kanal nur zwei Bänder habt oder gar nur einen Tonregler. Das ist für den einen eine völlige Katastrophe, weil er nicht weiß, wie er jetzt seinen Sound einstellen soll. Wenn ihr sowieso schon so ein 4,5 Kilo Preamp in der Gitarre drin habt mit 15 Knöpfen und 3-4 Reglern, ist es vermutlich ziemlich wurscht. So. Für den Gesang dagegen nicht. Für den Gesang dagegen nicht. Ne? Mikrofone haben so selten Equalizer. Mikrofone haben sehr selten Equalizer. Hier ist zum Beispiel, kann ich im Mikrofon reingehen und dann kommt eine Zweibandklangregelung. Dann gibt es so Geschichten wie einen Line-Out oder ein DI-Out, ein Auxiliary-Out. Wofür brauche ich denn die? Die sind doch eigentlich total wurscht. Wenn ihr nur mit dem Verstärker spielt, ist es völlig egal. Wenn ihr so wie ich auf der Bühne steht und sagt, dieses Teil, damit mische ich meinen Sound. Das höre ich mir an, also mein Hall drauf und wunderbar. Und ja, da höre ich gut, aber der Rest leider nicht. Dann muss ich da irgendwie das Signal rauskriegen, um zum üblichen Power-Amp, den dann in irgendwelchen Kneipen rumsteht, oder zum Aktivset oder zum Mischer hinten. Irgendwie muss ich das Signal rauskriegen. Also wäre ein Line-Out vielleicht nicht schlecht. Dasselbe gibt es auch mal gefärbt als sogenannten DI-Out. Das ist dann meistens nur symmetriert. Warum ich das so lapidar sage, ist, weil ich leider feststellen musste, oder Gott sei Dank, ich weiß ja nicht, wie man das werten soll, jeder Amp macht es ein bisschen anders. Bei dem einen ist auf dem DI der Hall mit drauf, zum Beispiel, den ich selber reinregel, beim nächsten nicht. Der Romin zum Beispiel hier, der kriegt, glaube ich, Ausschlag, wenn ich ihm den Hall schicke, sagt, really nett, ich will es ohne alles. Wenn man sagt, wenn man so arbeiten will, ich will nur meine Instrumenten ohne irgendwas zu ihm schicken und den Rest mir hier auf der Bühne machen, brauche ich ein DI, der das Ganze eben nicht mitschickt. Da wünsche ich viel Spaß beim Suchen der Informationen dazu. Das ist nicht immer einfach zu finden. Bei manchen steht es einfach drin. Das ist Pre sonst was, Post sonst wem. Bei anderen leider nicht. Auch nicht ganz unwichtig vielleicht ist Kopfhöreranschluss. Jetzt mag der eine oder andere vielleicht nicht mit Kopfhörern auf der Bühne stehen, aber vielleicht möchtet ihr mal irgendwann In-Ear-Monitoring dran schließen. Das ist natürlich ein bisschen die hohe Schule. Oder einfach einen blödsinnigen MP3-Rekorder anschließen und sagen, ich nehme das jetzt mal auf, was ich da meinem Publikum zumute. Die Anzahl der Kanäle ist vielleicht nicht so ganz unwichtig. Ne? Richtig. Weil du singst und spielst und zwei vielleicht reichen. Sogar mit zwei Pickups in einer Gitarre oder mit mehreren Instrumenten. Ist nicht ganz unwichtig. Nicht ganz unwichtig. Ja, ne? Also ich singe und spiele eine Gitarre. Ende. Manch einer möchte vielleicht zwei Pickups in seiner Gitarre unterschiedlich abmischen.
Also ich habe vielleicht so einen Deckenpickup, der macht. Da möchte ich nur ein bisschen Bass haben und den Rest hole ich über einen magnetischen. Dann kann ich die unterschiedlich einstellen. Geht natürlich nur, wenn ich zwei Kanäle habe. Wenn ich jetzt einer von den Blues-Menschen bin, der auch gerne mal unten eine Stompbox anschließen will, da ist dann mit zwei Kanälen schon mal Essig. Wenn man schon davon redet, was mache ich denn damit, stelle ich mir den ins Wohnzimmer und mauere ihn fest ein, dann ist es zum Beispiel völlig egal, wie viel er wiegt oder wie groß er ist. Wenn wir so wie bei der unglaublich große und schwere Kombis fährt, dann ist es auch egal, wie groß der Amp ist. Wenn man aber ein Öko ist und dann gerne mit dem Fahrrad fährt, ist man vielleicht geneigt zu sagen, größer als so ist vielleicht nicht so gut. Ich meine, man sieht es ja schon, was hier rumsteht. Das eine oder andere ist dann doch Fahrradkörbchen kompatibel. Das hier wiegt ungefähr so viel wie mein Hund. Die Größe, die Leistung, wen möchte ich damit eigentlich beschallen? Euch in diesem Fall mit einem so einem kleinen Ding? Oder reicht es mir, wenn ich nur ich auf der Bühne den Föhn kriege und den Rest mache ich sowieso anders? Das sind alles Überlegungen, die sollte man sich wirklich vorher machen. Also, was bringt mir der schönste Amp, wenn er mich wunderbar anbläst und sagt, ah, dieser Sound. Und da bleibt er aber dann leider auch, weil ich nichts habe, wo ich den Sound mit weiterschicken kann. Genauso wenig würde ich sagen, dass sowas die ideale Pfeife ist, um mir hier das Wohnzimmer zu verschönern, weil es vielleicht ein bisschen zu viel ist. Man könnte noch erwähnen, dass wir das deswegen auf die Art machen, wie wir es heute machen, weil man, wenn man selber Amps testet, geneigt ist, Mist zu interpretieren, wie das Zeug klingt, weil man selber am Instrument sitzt, seine Spielweise dem Amp dann anpasst, weil man vielleicht einfach zu nah dran sitzt am Amp und keine 8 Meter Kabel durch BTM-Guitars Verkaufsraum legen möchte. Deswegen machen wir das heute mit meiner Spielweise möglichst gleichbleibend und für euch im Publikum sitzend hoch entspannt und hoch konzentriert, wie ich hoffe. Ja, hoch konzentriert, ganz besonders wichtig. Ihr seid auch mal wirklich jetzt im Publikum. Das heißt, ihr habt nicht das eigene Spielgefühl, also den ihr vielleicht auf der Bühne spürt, der über den Boden kommt, sondern es geht der reine Sound raus. Wir werden am Equalizer nichts rumdrehen, das geht alles flat. Oder es steht alles an dem Punkt, alle Regler stehen an dem Punkt, wo der Hersteller meinte, da wäre es flat. So muss man sagen. Ja, also Werkseinstellung. Also genau, wir haben hier nichts nachgemessen und keine Frequenzen überprüft, sondern es steht einfach alles auf Null, außer dem Master. Ja, außer Lautstärke. Also, wir fangen an. AER Compact 60. Wie man hier an meiner entspannten Körperhaltung sehen kann, ist nicht besonders schwierig, hat um die 60 Watt. Ich habe zwei Kanäle, Klinke oder XLR-Kombi. Also ich kann hier ein Mikrofon anstecken, wenn ich lustig bin. Dreiband-Klangregelung, Zweiband, ein eingebautes Effektgerät, Hall, Hall, Hall und ein Delay-Dings oder ein Phaser, ich weiß nicht mehr genau. Und hinten ein paar Ausgänge, die ich erwähnen möchte. Okay, also wenn ich jetzt hier was ans Mischpult schicken möchte, kann ich hier rausgehen. Da ist alles drauf. Da ist der ganze Equalizer drauf und der Hall. Bisschen unpraktisch. Es ist hinter Master. Was bedeutet so viel wie, wenn ich der Meinung bin, ach, ich hätte es gerne ein bisschen lauter bei mir, wird es überall lauter, also auch im Raum. Vielleicht noch von unten zeigen kurz. Da hat er auch noch was Interessantes. Interessant auch für diese Größe von Amp ein Flansch für einen Mikroständer. Kann ich also auf den Mikroständer schrauben und neben mich hinstellen. Und hält auch, muss man sagen. Ja, bei mir hält das seit ein paar Jahren, funktioniert. Dann gibt es auch einen DI-Out, der macht genau das Gegenteil. Da ist nichts drauf, außer dem Eingangssignal. Kein Equalizer und kein Hall und kein gar nichts. Send-Effekt kann ich machen, ist ein Schalter drin. Ich kann Kopfhörer anschließen. Was machen die Kopfhörer für gewöhnlich, wenn ich sie in einen Amp reinstopfe? Die schalten das ganze Ding stumm. Ja, genau. Also mit Inner-Ear-Monitoring ist hier nichts. Ich habe aber angerufen und gefragt, geht es auch anders? Ja, das müsste dann der geschulte Fachhandel machen. Also die können das dann, diesen Stecker umlöten, dass man den Kopfhörerausgang so verwenden kann, dass der ganze Amp nicht stumm ist. Das funktioniert. AER Compact 60. Okay, wem 60 Watt ein bisschen zu windig sind, gibt es von der gleichen Firma einen Compact XL. Der ist dann auch schon ein bisschen schwerer. Ist eigentlich genauso ausgestattet auf der Front, aber hat im Gegensatz zu dem 60er nicht nur einen Full-Range-Speaker, sondern auch einen Hochtöner, hat nicht 60, sondern 200 Watt und hat noch ein Auxiliary-In, wo ich also auch mal irgendwie einen MP3-Player in der Pause dran stecken kann, sofern ich die GEMA-Gebühren zahle. Tuner-Out, Foot-Switch, DI-Out, Dingenskirchen, alles so, wie es sich gehört. Sonst ist er gleich ausgestattet, ein bisschen schwerer. Und hat einen Hochtöner. Klingt wirklich ganz anders. Ein Amp, der ist jetzt gerade erst zu uns gestoßen, so vor ungefähr einer halben Stunde. Deswegen kann ich nicht so furchtbar viel zu sagen. Fishman Loudbox Mini hat einen Hall drin, den ich
getrennt regeln kann bei beiden Kanälen. Ich habe auch hier wieder am Mikrofon nur Tiefen und Höhen und auf dem anderen habe ich auch noch einen Mittenregler für meine Gitarre. 6,5 und ein Tweeter hat trotzdem einen Chorus, dann ist es halt ein Mono-Ding. So. Den schrauben wir später einfach mal auf. Gucken den schrauben wir mal auf. Na, oder wir schmeißen runter. Da finden wir es raus. Kommen wir zum nächsten. Roland, Boss, völlig egal. Akustik Chorus AT60. Ein Stereo-Verstärker hat tatsächlich zwei Lautsprecher drin, zwei Kanäle für Mikrofon und Gitarre. Der zweite Kanal ist zur Abwechslung mal für beides geeignet und hat tatsächlich die gleichen Regeleinheiten. Für beides geeignet heißt in diesem Fall, man kann Klinke und XLR in eine Buchse stecken. Ich kann für beide Kanäle einen Chorus anmachen, den ich zentral regeln kann, wie stark er denn sein soll. Ich habe einen Hall oder Delay und ich habe eine Feedback-Control. Das ist ein Notch-Filter, den ich entweder ausschalten kann oder an und dann kann ich durch die Frequenzen durchsweepen, bis ich diese nervige Frequenz, die mich immer von der Bühne wummert, finde. Und er hat eine Batterie von Anschlüssen, Stereo-DI-Out, Mono-DI-Out. Das ist mein persönliches Anschlusswunder hier. Da geht so ungefähr alles. Ich kann mich gleichzeitig noch mit aufnehmen, ich kann es ans Mischpult schicken, ich kann noch einen MP3-Player mit reinspielen und noch einen iPod. Völlig egal. Also hier geht sehr, sehr viel. Einziger Amp in unserem Testfeld heute. Wo das Kabel fest dran ist. Mag ich nicht mal bei meinem Rasierer, aber okay. Das ist. Kann man schon nicht zu Hause vergessen. Hier ist ein kleiner Bügel dran. Mit dem kann ich das Ding schräg stellen. Und ich sehe einen Boxenständer. Wunderbar. Wir haben noch einen kleinen Exoten hier. Für mich zumindest. Die Firma Laney. Ach, irgendwie werden die immer schwer. Soll ich den mal halten für dich? Ach, halt doch mal du. So. Das ist ein Verstärker, der auch für Akustikgitarre geeignet ist und für alles andere. Als einziges Feature hier, was ich bemerken möchte, nur vom ganzen Design her, es ist ein Wedge. Ich kann also richtig abkippen wie ein Bühnenmonitor, was dem ganzen Zweck als Monitor, wenn ich ihn wirklich so verwenden will, deutlich entgegenkommt. Und er hat einen mörderischen ersten Kanal, Kompressor, der einzige hier, der sowas hat, Enhancer, Bass, parametrische Mitten, für die, die wissen, wie man sowas bedient, ist das toll. Höhen, ein Brillanzregler, das ist so um die 10 Kilohertz, macht er noch mal ein bisschen extra obenrum. Und ein Notchfilter, den ich einschalten kann, um eben diese Wummerfrequenzen wegzukriegen oder das Gepfeife. Und dann den Mikrofonkanal, der, wie wir alle jetzt schon erwarten, auch nur Bass und Höhen hat. Und das war's. CD-In und ein Multi-Effekt, das kann ich leider nicht pro Kanal regeln, sondern nur sagen, soll der Effekt auf den Kanal 1 oder 2 wirken oder nicht. Also ich kann nicht sagen, mach mal ein bisschen mehr Hall auf die Stimme, an oder aus. SR. Dieses schöne schwarze Ding. Der erste Amp übrigens, der richtig schön zwei Griffe hat. Das ist schon fast mehr so ein Mischpult mit Verstärker unten dran. Ich habe hier drei Kanäle mit einer Vierbandklangregelung. Hui, jetzt wird es hier aber schon richtig schön. Jeweils? Ja. Sieht hier aus wie zwei Mikrofoneingänge. Haben wir vorhin auch, sind wir auch voll reingetappt. Ist aber nicht. Das ist nur Balanced In, also mit XLR. Mikrofon geht nur hier. Phantomspeisung kann ich hier auch mal anschalten. Sehr schön. Ich habe einen Filter, das gleiche, Genotsche. Ich habe einen eingebauten Effekt. Alles wunderbar. Ich habe einen regelbaren Kopfhörerausgang und einen Master. Und ich habe, aufpassen, einen regelbaren Lineout. Das ist die Situation, lass mal kurz abstellen. La, 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 das ist mein Sound, den ich so haben will. Das ist in Ordnung. Und den lege ich jetzt auf zwei Aktivboxen für den Rest der Welt. Und jetzt sagt mir einer, kannst du es mal leiser machen? Passiert meistens. Dann muss ich nicht mit meiner Gitarre, darf ich mal kurz, kannst du mal den Regler da hinten auf, nein, die andere Richtung, sondern du kannst es hier einfach zentral bei dir leiser drehen. Finde ich persönlich ein Feature, was ich gerne hätte, aber habe ich halt nicht. Zwei Griffe, zum Glück. Zwei Griffe, zwei Lautsprecher. Das ist der 400er, wir kippen den mal vorne. Das können wir abkürzen, das ist ein vollwertiges Mischpult mit einem Lautsprecher unten dran. 400 Watt, mit allem drum und dran, eingebautes Effektgerät, ein extra AUX-Weg, also ich kann da auch wirklich mit einem externen Effekt arbeiten, so jeder, der mal ein Mischpult bearbeitet hat, es ist eins drin. Gibt's nichts, was ich sehr cool finde, ist ein kleiner Schalter hier, Subwoofer out, da ist hier eine Buchse Subwoofer. Wenn ich den Schalter drücke, ist er an und ich kann dann das Signal von Full Range ab einer gewissen Frequenz kümmert er sich dann nicht mehr drum. Sondern das schicke ich an einen aktiven Subwoofer. Das heißt, die Endstufe ist entlastet
von dem Bassisten, der sich da vielleicht noch mit eingekleckt hat, der schießt mir nicht die ganze Performance kaputt, weil die 400 Watt irgendwann nicht mehr reichen. Ich kann dann nochmal irgendein tragbares kleines 1000 Watt Subwooferchen unten dran hängen und dann ist das schon ein ganz anderes Gesicht. Schertler. Nur für euch heute hier extra zusammengebaut, ein Schertler. David, liege ich richtig? Ja, David Deluxe. Was ist hier drin? Oh Gott. Wir haben hier auf jeden Fall zwei Kanäle mit einer Vierbandklangregelung, ein Hallregelbar für beides. Ich habe noch so einen Resonanzregler, regelt bei 180 Hertz was runter, wenn es wummert. Dann habe ich hier oben aber ein Insert für alles. Ich habe einen Aux-Out, den ich auch noch regeln kann. Ich habe einen regelbaren Kopfhörerausgang. Ich habe einen Master Reverb, der übrigens ein Federhall ist, für die Klassiker unter uns. Und ein Master Volume. Alles drin. Den gibt es, wie gesagt, auch als Classic. In der Deluxe-Version ist einfach alles vom Feinsten, was da drin verbaut ist. In der Classic-Version halt nicht so super vom Allerfeinsten, aber auch nicht schlecht. Deswegen kostet der hier auch knapp das Doppelte wie der Classic. Schertler 1 weiter, der Unico. Hier haben wir das Gleiche eigentlich, nur mit drei Kanälen und ordentlich mehr Power. Hier haben wir 280 Watt am Start. Bis auf einen weiteren Kanal ist es eigentlich identisch. Alles vom Feinsten wiederum. Auch hier ist die Deluxe-Version. Gibt es auch als Classic. Das. Der erste Amp, der ausschaut wie ein Amp, wie wir ihn von der seitenquälenden Fraktion kennen. Marshall AS50 D, zweikanalig, hat einen Chorus drin. Es ist ein Stereo-Chorus verbaut. Hat auch ein Anti-Feedback-Ding, den ich durchsweepen kann. Oh, hier wummert was, hier pfeift mich was von der Bühne. Weg damit. Ich habe einen Hall eingebaut. Ich habe aber hier nur Höhen und Tiefen drin. Also die Klangregelung ist etwas zurückgefahren. Den habe ich auch. Den hast du auch. Das ist schön. Das ist keine Show von uns. Das ist der schwerste M, den wir hier stehen haben. Also inklusive den größeren, die hier stehen. So, wir haben 1, 2, 3 Kanäle, an die wir Instrumente anschließen können. Mikrofone gibt es hier an zwei Kanälen anzuschließen. Es gibt außerdem noch einen Anschluss für einen MP3-Player, CD-Player, was auch immer man da gerne haben möchte. Es gibt auch Notch-Filter, wie beim AS50, allerdings zwei in diesem Fall. Es gibt einen Multi-Effekt mit allem, was man so braucht und auch viel, was man nicht braucht. Es gibt ein Master, es gibt Phasenumkehrschalter für, ich glaube, alle Kanäle. Es lässt sich der Effektbereich einzeln abschalten. Wenigstens den Mikrofonkanal kann man den Effekt einzeln regeln, Lautstärke regeln. Es gibt auch einen Regler für die Halllänge bzw. für den Pegel des Effekts. Ein Feature, was für manche noch interessant sein könnte, es gibt hier zwei Kanäle, die man miteinander koppeln kann über einen Schalter. Wenn ich mich recht erinnere, dann kann man mit zwei Pickups da in die zwei Kanäle rein und aber die Klangregelung des ersten Kanals für beide Kanäle verwenden. Hier mal ein erster Kritikpunkt von unserer Seite. Ein Amp in der Gewichtsklasse braucht zwei Griffe, nicht einen. Das finde ich persönlich albern. Stabile Griffe. Los, das gibt's auf keinem Schiff. So, jetzt verlassen wir so langsam den Bereich, das, was man für gewöhnlich noch als Amp wahrnimmt. Fangen wir mit dem kleinsten an, was wir hier haben, von der lieben Firma Bose. Da gibt es jetzt auch Live-Performance dazu. Aufpassen. Genau, wir bauen mal eben eine PA auf. Stufe 1, fertig. Kann man jetzt mit Strom bestücken, einschalten, funktioniert. Zwei Kanäle, vielleicht zeigen wir das erst, was da so dran ist. Hier auch mal so als Feature, wiegt nicht viel und ich habe mindestens zwei Punkte, wo ich richtig hinlangen kann. Ich muss keine Angst haben, wenn ich den jetzt gerade mal so ins Auto reinschiebe, dass ich irgendwo Ecken reinhaus, sondern ich kann zupacken. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich habe zwei Kanäle hier, einen für Mikrofon ausgelegt und einen für alles andere, was man so zumuten möchte. Sonst mit Features sehr dürftig belegt, weil es eigentlich schon in die Richtung PA geht. Ausgefuchste Klangregelungen, ein bisschen Hall, das sollte man davor tun mit einem Mischpult. Also es gibt zwei Band-Klangregelungen für den Mikrofonkanal und es gibt einen Soundschalter für den Gitarrenkanal, so nenne ich den jetzt mal. Der Instrumente angeblich besser klingen lässt, passender klingen lässt, zumindest Piezo-Geschichten. Das sind die Features. Es gibt keinen Effekt in dem Ganzen, aber außer, wenn. So würde er laut Bose eigentlich fast richtig stehen für eine Beschallung, wie es hier ist. So, jetzt bist du dran, weil du bist ja ein Eigentümer dieses Dings. PA-Aufbau. Hochtöner.
leicht. Kann man da was falsch machen oder sind die identisch? Da kann man nichts falsch machen. So. Das wäre die erste Ausbaustufe. In der Höhe kann man das Ding auf den Tisch stellen und kommt noch über die Köpfe von sitzendem Publikum drüber, ohne weitere Probleme. Jetzt nimmt man den Hochtöner einfach wieder ab. Okay. Auch ohne Bedienungsanleitung schaffbar. Das ist wie Lego. Es ist tatsächlich wie Lego. Fertig. Fertig, PA aufgebaut. Gitarre ran, Strom an, fertig. Portabilität Teil 2, auch eben gerade frisch eingetroffen, konnten wir noch gar nicht testen, ist diese Anlage hier von der Firma Fishman. Fishman SA220, ein zweikanaliges Teil, das hier eine, sagen wir mal, etwas ungewöhnliche Lautsprecheranordnung hat. Also übereinander hier 6 Mitteltieftöne und ein Tweeter. Zweikanalig, ich habe hier auch wieder pro Kanal, auch mal sehr willkommen, so ein Feedback-Sweep. Bup. Und hier war die böse Frequenz. Für beide Kanäle getrennt regelbaren Hall, also im Anteil. Ich kann an beide Kanäle ein Mikrofon anstecken oder eine Gitarre oder sonst irgendwas. Und ich habe hinten noch einige Anschlüsse, wie ein Loop, ein Auxiliary Input. Ich kann den Hochtöner auch runterdrehen auf die Hälfte vom Output, falls mich das zu sehr nervt. Kann durchaus mal passieren bei Piezos, wenn man sonst nichts dazwischen hat. Also ding, 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 aua, aua. Kann ich den dann runterdrehen. Ich habe hier, das habe ich vorhin erwähnt, ein Mix-DI-Post. Das ist genau das. Da ist alles drin, was ich mit dem Teil tun kann. Der gesamte Klang kommt auf einer XLR-Buchse raus, inklusive Hall und allem drum und dran. Woanders nicht. Da ist das, was ich dem Klang angetan habe, nicht mit dabei. Vielleicht magst du das Gewicht noch kurz demonstrieren. Das ist der ganze Amp. So, das war's. Und natürlich noch so ein Ständer, das kommt in einer schicken Tasche. Die Tasche hat, glaube ich, sogar eine Rolle, oder? Jetzt haben wir noch einen hier, womit wir eigentlich jetzt dann die Amps an sich verlassen. Aber wie wir es schon vorhin erwähnt haben, ich habe einen Compact 60, er hat irgendwas anderes. Den stelle ich mir so ein oder irgendwas Kleines, völlig egal, wenn es nur ein Mischpult ist. Ich habe meinen Sound vielleicht auf Kopfhörern, habe mir das Ganze sehr kompakt gehalten und jetzt will ich eine PA haben, mit die ich genauso kompakt halte, die ich dann daneben stelle. Das ist für euch, das ist meins. Da möchte ich jetzt nicht wieder anfangen mit Boxenständer und hier und da und die wackeln dann ein wenig rum. Habt ihr vielleicht mal einen Spanngurt, dann kann ich das Ding festmachen, weil sonst fällt es mir wieder einer um. Es gibt Lösungen. Von der Firma HK Audio, der ein oder andere hat es vielleicht schon mal gesehen, Sound Caddy. Caddy wie beim Golf und so schaut es auch aus. Das ist nicht mehr so richtig tragbar. Aber rollbar. Hat von Haus aus Rollen. Machst du jetzt wirklich deine Show mit dem natürlich Geräusch und so? Hier haben wir ein kleines Mischpult hinten drin. Keinerlei Klangregelung und sowas, nur so voreingestellte Geschichten, falls man mal direkt ein Mikrofon dranhängen will. Bla bla bla. Ah, ich müsste mich deutlicher verstehen. Speechfilter rein, wunderbar. Aber ist eigentlich gedacht dafür, dass man ein Mischpult davor hängt. Oder halt einen von den kleinen Geschichten hier. Kleines für mich, großes für euch. So, sieht noch nach nichts aus. Damit's gut. Ich finde das super. Ich finde das richtig geil. Wo ist denn da eigentlich der Hochtöner? De, 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 de. Aufmachen. Für den Aufbau einer 600 Watt PA ist das, glaube ich, zügig. No, hier unten sind die Tieftöner drin, hier oben natürlich nicht. Hat insgesamt ein paar Ausgänge, mit denen man noch alles Mögliche machen kann. Und einen interessanten Regler hinten dran, der heißt Bass, der den Bass runterregelt. Das heißt, wenn die Anlage an die Grenzen kommt oder einfach zu viel Pegel kommt, im Bass wird es zuerst matschig. Dann drehe ich den raus. Kann ich hinten rausdrehen. De, 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 de. Tschüss, war schön mit euch. Das waren die Features von allen Gerätschaften. Genau, jetzt werden wir dann mal gucken, was die so bieten für ihr Geld, und zwar soundmäßig. Left or right, up or down, that is how you wander. Good or bad, heads or tails, it's right across the street. Nochmal. We are all.
Gib ihm. Left or right, up or down, that is how you wander. Good or bad, heads or tails, it's right across the street. We are across the streets, we are always waiting for someone, always trying to make this world our home. How you wander, good or bad, heads or tails, it's right across the streets. We are always waiting for someone, always trying to make world our home. Left or right, up or down, that is how you wander. Good or bad, hands or tails, it's right across the streets. We are always waiting for someone, always trying to make this world our home. Left or right, up or down, that is how you wander. Good or bad, heads or tails, it's right across the streets. We are always waiting for someone, to make this world our home. Left or right, up or down, that is how you wander. Good or bad, heads or tails, it's right across the streets. We are always waiting for someone, always trying
up or down. That is how you wander, good or bad, heads or tails, it's right across the street. We are always waiting for someone, always trying to make this world our home. Left or right, up or down, that is how you wander. Good or bad, heads or tails, it's right across the streets. We are always waiting for someone, always trying to make this world our home. Left or right, up or down, that is how you wander. Good or bad, heads or tails, it's right across the streets. We are always waiting left or right, up or down, that is how you wander. Good or bad, heads or tails, it's right across the streets. We are always waiting. Always trying.
It's right across the streets. We are always waiting for someone. Always trying to make this world our home. How you want this, good or bad, heads or tails, it's right across the streets. We are always waiting for some. Across the streets, we are all.